uns zu genießen. Und was dabei entsteht, ist, dass wir nicht mehr Schuldgefühle haben, weil wir irgendwas geklaut haben, also ein verbotenes Genießen, sondern unser Über-Ich lässt uns schuldig werden an den verpassten Genießchancen. Das heißt, es gibt eigentlich gar nichts mehr, was unmöglich ist. Alles ist optimierbar und das ist extrem anstrengend. Aber wenn Sie am Schluss erschöpft sind, können Sie niemandem die Schuld geben, weil es gibt niemanden, der Ihnen etwas vorenthalten hat. Also der Verlust des Verbotes, das ist die gegenwärtige Ideologie. Man kann deshalb sagen, wenn man das jetzt wieder in theoretische Worte zu fassen sucht, Marx hat ja gesagt, es gibt zwei Ausbeutungsformen. Dem Arbeiter, also die Erwerbstätigen, die werden enteignet an einem Mehrwert, also was der Unternehmer behält in seiner eigenen Tasche von ihrer Arbeitsleistung, die Enteignung, die Ausbeutung des Mehrwertes. Und, das hat Marx auch gesagt, das ist ganz wichtig, es gibt auch eine Enteignung an Wissen, also der Arbeiter wird von seinem Wissen getrennt. Lacan fügt dem jetzt auf der subjekttheoretischen und eben ideologietheoretischen Ebene hinzu, es gibt noch eine dritte Enteignung und das haben die 68er nicht verstanden. Es gibt paradoxerweise eine Enteignung an Negativität. Das heißt, wenn das Genießen, also das, was uns überhaupt ermöglicht,